Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie man bei Xdefined die Sprache ändern kann. Ja, wie man zum Beispiel auf Englisch umstellen kann oder es ist verstellt und ihr wollt es wieder auf Deutsch haben. Das funktioniert relativ leicht. Ich will es euch zeigen, Schritt für Schritt. Wenn euch das gefällt, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, hier meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr verpasst keine weiteren wichtigen Videos mehr. Legen wir gleich mal los. Hier oben rechts gehen wir auf die Einstellungen. Und dann seht ihr es vielleicht schon, Ton und Sprachchat, nee, das ist es nicht, Sprache und Barrierefreiheit, da müsst ihr reingehen. Und jetzt habt ihr hier die Spielersprache, bestimmt die Sprache für alle Texte im Spiel, ist bei mir voreingestellt Deutsch, aber ihr könnt das jetzt natürlich hier umstellen. Ja, passt so ein bisschen auf die Einstellung auf, ihr seht, das ändert sich hier, aber das Gute ist, man kann hier so immer vorgehen und irgendwann findet man halt auch wieder Deutsch oder zumindest eine Sprache, die man lesen und verstehen kann. Ja, das gleiche bei der Dialogsprache, das ist die Tonausgabe im Spiel. Auch das könnt ihr hier umstellen. Es sind nicht ganz so viele Sprachen zur Auswahl, lasse ich auch mal lieber auf Deutsch. Ja, Untertitel könnt ihr hier ein- und ausschalten. Untertitelsprache könnt ihr dann auch wählen, sind auch wieder ja, genauso viele Sprachen wie die Spielsprache drin. Könnt ihr hier so einmal auch wieder einstellen. Ich mache Untertitel mal aus. Ansonsten, wenn Untertitel an sind, könnt ihr hier noch Kontrast oder auch die Schriftgröße ändern. Und ja, mehr gibt es eigentlich zum Thema Sprache nicht zu sagen. Das kann man einstellen. Ich lasse es bei mir auf Deutsch. Sprache, die ich am besten verstehe, stresst mich das am wenigsten, wenn ich spiele. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin.